Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den multivariaten Analyseverfahren. Dies ist das erste inhaltliche Video, was ganz sanft versucht, Sie heranzuführen, nochmal an die Grundidee dieser Vorlesung in dem Modul Fortgeschrittene Methoden hier im Master. Mal ganz vorneweg ist es so, ich biete Ihnen was an. Ich biete Ihnen eine Lesart dieser multivariaten Verfahren an, die sehr stark durch mein eigenes Denken geprägt ist, durch mein eigenes Arbeiten, durch meine wissenschaftliche Arbeit. Es hat sich sehr bewährt, sich nicht darauf vielleicht allein zu verlassen, sondern zu sagen, gerade dort, wo ich in meinen Erklärungen vielleicht auch ein bisschen Ihnen, Ihrem persönlichen Stil auch vielleicht nicht so ganz entspreche, bitte benutzen Sie die Literatur, die da ist, die wir haben. Es gibt natürlich die klassischen Lehrbücher, die Sie vielleicht aus dem Bachelor, hoffentlich eigentlich aus dem Bachelor, auch noch vielleicht sogar im Regal stehen haben oder sich auch hier in der Bibliothek nochmal besorgen können. Zum Beispiel den Eid Gollwitzer-Schmidt. Ist ein großes Statistiklehrbuch, speziell für die Bedürfnisse von Psychologinnen und Psychologen geeignet, allerdings auch für alle anderen Sozialwissenschaftler, in dem Fall auch für unsere Hörakustikerinnen und Hörakustiker gut geeignet. Allerdings eben sehr, sehr, sehr breit. Es versucht in großer Breite Themen auf unterschiedlichem Niveau auch mit abzudecken. Ein bisschen spezifischer für das, was uns in dem Modul interessiert, ist zum Beispiel ein Lehrbuch von Tabachnik und Fidel, ein absoluter Klassiker. Das heißt Using Multivariate Statistics. Das ist hier mit der Nummer 2 bezeichnet. Und dann schon sehr viel spezieller ist das Lehrbuch The Geometry of Multivariate Statistics. Ich bin ein Riesenfan von diesem kleinen Buch. Das ist was wirklich sehr Spezielles. Der Autor hat komplett darauf verzichtet, andere Quellen zu zitieren. Das ist vielleicht das einzige wissenschaftliche Werk, was ich kenne, was einfach kein Quellenverzeichnis hat, weil er gesagt hat, ich schreibe ein wirklich komplett, Englisch würde man sagen, self-contained Lehrwerk, um die Idee der multivariaten Statistik geometrisch, muss man sagen, zu vermitteln. Und aus dem leihe ich mir relativ viel aus und Sie werden, wenn Sie gut genug schauen, sicher auch Zugriff auf dieses Buch irgendwie bekommen. Es sei Ihnen sehr empfohlen. Es kostet aber auch als Taschenbuch wirklich gar nicht viel. Es gibt dann noch ein anderes multivariate Verfahren von Rudolf und Müller, glaube ich, aus dem ich hier und da mal eine Inspiration ziehe. Wer in die Nähe dieses Buch kommt, ist sicher auch kein Fehler, aber es ist dann schon in absteigender Wichtigkeit vielleicht auch hier geordnet. Wobei auch nicht ganz, wenn man es wirklich nach Wichtigkeit ordnen wollte, dann würde ich die Nummer 1 eigentlich an ein ganz anderes Buch vergeben, nämlich an das Buch Applied Regression Analysis von John Fox. Der behandelt sowohl die geometrische Betrachtung hier und da, der behandelt die, naja, das generell mathematische Treatment dieser Fragen von multivariaten Analysen vom linearen Modell, von hierarchischen linearen Modellen mit am grundlegendsten und didaktisch, aber auch sehr, 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 sehr schön. Teilweise geht es ziemlich los mathematisch, aber das kann man auch ganz gut überspringen oder kann sich da so viel zumuten, wie einem eben gerade beim Lesen, beim Verständnis auch hilft. Das Buch sei Ihnen sehr ans Herz gelegt. Einzelne Auszüge davon werde ich Ihnen auch hier und da mal zur Verfügung stellen, ist allerdings auch in der Bibliothek verfügbar. Was wollen wir denn eigentlich machen in dieser Veranstaltung? Ich habe das hier zweimal. Einmal sozusagen als Scope, rein thematisch, was wollen wir abdecken? Und dann nochmal ein bisschen als Fahrplan auf das Semester so ein bisschen kartiert. Im Scope, in Themenbereichen würden wir eigentlich sagen, wir wollen das allgemeine lineare Modell nochmal verstehen. Wir wollen sicherstellen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, aus unterschiedlichen Ausbildungen. Was macht das allgemeine lineare Modell? Was kann das? Was kann das nicht? Dann als wirklich, glaube ich, neue Betrachtungsweise, als Angebot, die geometrische Betrachtung des allgemeinen linearen Modells, die Erweiterung des linearen Modells von einer einfachen XY-Frage auf eine multiple, wirklich multivariate Frage. Und dann als vielleicht wichtigste konzeptuelle Erweiterung dessen, was Sie im Prinzip schon so wissen,
die sogenannten Generalized Linear Models, generalisierte lineare Modelle. Das große Stichwort hier, was auch von großer klinischer Relevanz ist, ist logistische Regression. Wer das schon ein bisschen kennt, weiß, okay, das erwartet ihn da unter Generalized Linear Model, vor allem die logistische Regression. Wenn man das macht, kommt man mit diesen typischen R-Quadrat, Least Squares Lösungen nicht mehr so weit oder die passen da gar nicht und man greift zu solchen Likelihood-basierten Schätzungen und Modellgütewerten. Und um das ausdrücken zu können, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, was eigentlich Likelihood genau ist und wie wir Modellgüte allgemein verstehen können. Das ist sozusagen ein bisschen ein Einschub, der irgendwann mal passieren muss. Was wir dann im Weiteren noch machen, ist noch eine andere sehr, sehr wichtige Erweiterung, die auch von praktischer Relevanz für Sie schnell sein kann, wenn Sie irgendwie hier auf dem Campus Masterarbeiten machen, nämlich hierarchische lineare Modelle. Sage ich heute gar nicht viel mehr dazu, kommt dann. Und dann was Ihnen so aus dem Bachelorstudium, glaube ich, den meisten vertraut ist, nämlich die Ideen, dass wir nach Struktur in unseren Daten suchen, struktursuchende, strukturprüfende Verfahren, sogenannte Strukturgleichungsmodelle und eigentlich als eine Subform davon, wenn man so will, Faktorenanalyse. Hinten raus dann noch zwei Themen, die mir aber besonders am Herzen liegen. Das eine ist eine einfach kontemporäre Betrachtung dieses statistischen Problems, eine derzeitige, eine aktuelle Betrachtung, nämlich zu sagen, das Feld durchgeht gerade so ein bisschen auch eine kleine Krise, zu sagen, naja, Machine Learning, Artificial Intelligence, das sind alles lineare Modelle im Hintergrund meistens, oft also eigentlich auch einfach ein fancy Name für das, was wir hier bis jetzt dann behandelt haben, lineare Modelle. Aber was diese Modelle oft einfach nicht können, was sie vermissen lassen, ist ein Modellieren von Kausalität. Also wie können wir aus Daten, die wir eigentlich erstmal nur so beobachtet haben, gemessen haben, hier haben wir was in X gemessen, hier haben wir was in Y gemessen, die Zusammenhänge zwischen diesen Variablen, das können wir das ganze Semester lang modellieren gemeinsam. Aber was kann man eigentlich über die Kausalität aussagen? Wie kann man statistisch mit diesen Werkzeugen von Wahrscheinlichkeit, von erwarteten, bedingten Wahrscheinlichkeiten vielleicht doch einen Fuß in die Tür kriegen, um was über Kausalität auszusagen? Und dafür, nur als so ein Schlaglicht, machen wir auch eine Sitzung gegen Ende des Semesters. Und wenn dann noch die Zeit ist noch erlaubt, würde ich gerne Ihnen auch noch ein Video mitgeben zum Thema Clusteranalyse und Mustererkennung. Wenn man das Ganze auf die Zeit kartiert, auf das Semester, könnte das etwa so aussehen. Das ist allerdings jetzt sozusagen per se erstmal ein bisschen uninteressant und falls Sie dieses Video in einem späteren Semester gucken, ist es dann auch nicht mehr 2020, sondern vielleicht schon 2022, 2023. Ich hoffe, dass wir diese Videos hier auch noch ein bisschen länger und dass das eine oder andere darin auch noch für zukünftige Studentengenerationen zu gebrauchen ist. Also, was ich heute in dem Einführungsvideo jetzt noch eigentlich machen möchte, ist Ihnen nochmal kurz zu illustrieren, wie allgegenwärtig das lineare Modell ist und warum es durchaus, glaube ich, richtig ist, im Masterstudium nochmal ganz grundsätzlich auf lineare Modelle zu gucken. Sie haben vielleicht so einen Impuls gerade zu sagen, na gut, Regressionsanalyse, das hatte ich doch irgendwann mal schon. Was kommt der mir jetzt mit dem linearen Modell? Eigentlich, wo man hinschaut, findet man das lineare Modell verwirklicht, verwendet in unserer Lebenswelt, gar nicht nur in unserer Forschung, in unseren Zeitungsmeldungen, in den Medikamenten, die wir nehmen, in den psychotherapeutischen Angeboten, die wir bekommen. Irgendwie basiert das alles darauf, dass irgendjemand mal ein lineares Modell gerechnet hat. Ob mit Erfolg oder ob richtig, sei dahingestellt. Aber die Idee des linearen Modells, kann ich die eine Variable als Funktion der anderen Variable ausdrücken, die ist so allgemein, dass wir sie überall wiederfinden. Zum Beispiel, wenn die Uni Konstanz auf Facebook damals oder sowas gemeldet hat, Religion hat kaum Einfluss auf den Bildungserfolg. Das ist eine ganz schön starke Aussage, ja. Da steckt Einfluss drin, das ist eine kausale Aussage, die könnten Sie wahrscheinlich so ähnlich machen. Aber auf jeden Fall Religion, eine Variable, Bildungserfolg, kaum Einfluss.
könnte man auch sagen, kleines Regressionsgewicht vermutlich irgendwie. Also das, dahinter steckt irgendwie ein lineares Modell. Wenn Forscher sagen, machen sie sich Sorgen, ob sie mal an Demenz erkranken, ihre Hör- und Sprachprobleme könnten ein Forerunner, also eine Art Vorstufe, ein Frühwarnsystem darstellen für ihre späteren Cognitive Decline, also für die Abnahme ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Dahinter steckt die Idee, kann ich Hörverlust als Prädiktor, als X-Variable in einem linearen Modell verwenden, um einen Outcome, eine Response-Variable, eine abhängige Variable Hörverlust vorherzusagen. Lineares Modell. For young adults, sleep problems predict later pain problems. Behauptung, irgendein Paper. Ich habe das hier wahllos rausgesucht, weil ich Ihnen einfach nur zeigen wollte, wo überall das Wort predict auftaucht. Und wenn das Wort predict ins Spiel kommt, Sie es quasi immer mit einem linearen Modell zu tun haben. Also für Sie vielleicht als junge Erwachsene, die meisten von Ihnen wahrscheinlich sind, vielleicht interessant zu sagen, inwiefern lässt sich meine Schmerzproblematik, wenn ich mal 50 bin, ist jetzt noch weit weg für Sie, eigentlich vorhersagen oder dann, wenn Sie 50 sind, modellieren, zurückrechnen auf Schlafprobleme, die Sie vielleicht jetzt als junge Erwachsene haben. Sinn wiederum im Sinne von so einem Forerunner, Schlafprobleme im jungen Erwachsenenalter, ein Prädiktor für spätere Gesundheitsprobleme wie Schmerz. Was haben wir noch? Global Warming, Climate Change. Großes Thema, Riesenthema natürlich für uns alle. Und da sind Sie auch relativ schnell in den Niederungen, in den umkämpften Niederungen der linearen Modelle und wie diese Modelle gerechnet sind und welche Variablen eingeschlossen sind und welche Variablen nicht in solche Modelle eingeschlossen sind. Denn irgendwoher muss ja auch der Dissens, der teilweise, natürlich nicht über die Tatsache des Global Warmings gibt es, glaube ich, keinen Dissens mehr, aber über die Prädiktion, wie werden sich Dinge weiterentwickeln, natürlich schon. Und hier sind wir inmitten der linearen Modelle, sind letztlich alles Varianten von Regressionsanalysen, von generalisierten linearen Modellen, die versuchen aus einer Vielzahl von geologischen, klimatischen Variablen erwartete Veränderungen der Temperatur, anderer geothermischer Phänomene zu bestimmen durch multiple Regression, lineare Modelle. Ein bisschen stärker gewendet auf das, wo ich herkomme, womit ich mich viel beschäftige, womit wir uns auch, glaube ich, einige Arbeitsgruppen auf dem Campus beschäftigen, ist zu sagen, auch wenn wir über Hirndaten sprechen, wenn wir darüber sprechen, was wir hier ja auch in der Montagsvorlesung sehr viel tun, zu sagen, wie kann ich eigentlich in Hirndaten, hier mal so ganz grob, wirklich nur skizzenhaft mit so einem Gehirn und so einer Kurve gezeigt, in so Hirndaten, wie kann ich nachweisen, dass ein Stimulus, die Umwelt, irgendwas da draußen repräsentiert wurde, verarbeitet wurde, wie verarbeitet eine bestimmte Hirnregion diese Reize aus der Umwelt, hier gezeigt als dieser Ball. Und ich mache hier mal ganz grob diese Zweiteilung, ich spreche von einem Stimulus S, der irgendwie aufs Gehirn trifft, und einer Response R, also einer Antwort, einer Hirnantwort R. Und es gibt jetzt hier zum Beispiel zwei Auswertelogiken, die wichtig sind, dass man sie unterscheidet, weil sie uns dann im Weiteren diktieren, wie wir mit unseren multivariaten Daten aus Hirndaten, Stimulus-Daten letztlich, also Stimulus-Konfigurationen, Reizen, die wir in unseren Experimenten verwenden, wie wir mit denen arbeiten, nämlich sogenannte Encoding Models, also der Versuch, ein Modell des Enkodierens oder Einschreibens von Stimulus-Merkmalen in die Hirndaten oder in die Hirnantwort zu studieren. Da wäre also die Frage bei einem Encoding Model, wie komme ich vom Stimulus S zur neuralen Antwort? Oder sogenannte Decoding Models, die also quasi dekodieren oder auslesen wollen, wie so eine Art Ratespiel. Wenn ich die Hirnantwort erkenne, kann ich dann entschlüsseln, welches Stimulus präsentiert wurde. Das geistert durch die Medien durch die Medien vor einigen Jahren mal unter dem bisschen fadenscheinigen Titel des Mind Readings, durch fürchterlicher
Populismus, das als Mindreading gleich zu bezeichnen. Aber natürlich eine alte Idee zu sagen, kann ich, wenn ich deine Hirnwellen, nur deine Hirnwellen sehe, kann ich dann sehen, was du gedacht hast, beziehungsweise hier ein bisschen einfacher, kann ich rekonstruieren, was du gesehen hast. Ja. Das werden wir in der Montagsvorlesung im FMRT vor allem, glaube ich, auch kurz sehen. Hier in der Statistik ist es aber jetzt interessant zu sagen, das lineare Modell kann ich für beides benutzen. Ich kann ein lineares Modell benutzen, um solche Encoding Models zu machen oder auch solche Response Models. Und hier gleich mal so ein bisschen zum Warmwerden, mal eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ich frage also im einen Fall, was ist die Wahrscheinlichkeit, diese bestimmte Hirnantwort zu beobachten, wenn der Stimulus so und so war? Das ist quasi der grüne Pfeil des Encoding Models ins Gehirn rein. Was ist die Wahrscheinlichkeit, diese Hirnantwort zu beobachten, wenn der Stimulus so und so war? Das ist hier durch diese bedingte Wahrscheinlichkeit gezeigt. Und das Decoding Model würde umgekehrt fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der Beachball war, der da gerade gesehen wurde, wenn das und das die gegebene Hirnantwort ist, die ich schon habe? Also das ist der Decoding Way. Und ich kann das auch noch anders schreiben, schon ein bisschen regressionsmäßiger sozusagen. Und das soll Sie so ein bisschen wieder erwärmen an die alten Erinnerungen an Regressionsanalyse, dass ich sage, eine herkömmliche Regression, wenn ich die als Forward oder Backward, beziehungsweise, Entschuldigung, das Wort habe ich bisher noch nicht verwendet, als Encoding Model, hier in grün, Stimulus zu Hirn, oder als Decoding Model, Hirn. Rückschluss auf Stimulus verstehe, dann könnte ich schreiben, entweder ich bleibe mal erstmal beim Grün, beim Encoding Model, ich modelliere, ich sage vorher die Hirnantwort auf Basis des Stimulus, aber diesen Stimulus, den muss ich wahrscheinlich mit irgendwas skalieren und das ist das, was das lineare Modell macht, das findet ein optimales B oder Beta, mit dem diese Stimulusmerkmale irgendwie multipliziert werden müssen, um möglichst gut die Hirnantwort vorherzusagen, zu modellieren. Oder andersrum, ich gehe den anderen Weg und ich sage, ich modelliere, welches Stimulus, ich rekonstruiere, sagen wir dann auch oft, welcher Stimulus da wohl gezeigt wurde. Und dieses Wohl, dass es nur eine Schätzung ist. Ich weiß es eben nicht genau. Ich modelliere das mal nur so. Das mache ich, indem ich da diesen Hut drauf mache. Ja, also das Modell wäre dann, es gibt eine Art geschätzter Stimulus oder rekonstruierter Stimulus, der gezeigt wurde, auf der Basis der Hirnantworten R, die mit irgendwas gewichtet werden. Das ist dann ein lineares Modell. Ja. Das kann man auf die Spitze treiben. Ich mache sowas gerne. Diese Idee von Forward versus Backward oder sag mal Encoding versus Decoding. Diese Dichotomie kann man weiter treiben, wenn man ein bisschen mehr in der Psychologie sich noch umschaut und sagt, naja, als Psychologinnen und Psychologen machen wir eigentlich, und auch als Sozialwissenschaftler generell, arbeiten wir mit solchen sogenannten, ich könnte erstmal sagen, runden Variablen und eckigen Variablen. Was meinen wir damit? Die meisten von Ihnen wissen das hoffentlich, sei aber hier nochmal klargestellt. Wenn nicht anders spezifiziert, dann werden wir vor allem später in den Strukturgleichungsmodellen gegen Ende des Semesters immer diese runden Symbole benutzen, um latente Merkmale anzuzeigen. Also Merkmale, die wir nicht direkt beobachten konnten, gegenüber eckigen, das heißt direkt beobachteten manifesten Variablen. Was hat das jetzt vielleicht mit Decoding und Encoding zu tun? Die Idee habe ich mir eigentlich aus einer Art Testtheoriebuch mal geklaut oder dann das so auf dieses Vokabular hier aber angewandt. Nämlich zu sagen, eigentlich kann ich sagen, wenn ich ein sogenanntes Vorwärtsmodell mache, dann stelle ich mir vor, wie ein latentes Merkmal, man nennt das manchmal auch formativ in der Faktorenanalyse, wie ein latentes Merkmal tatsächlich die beobachteten Daten erzeugt hat. So muss ich es machen, damit Sie es im Video sehen. Wie die latente Variable, ist das Licht ausgegangen? Latente Variable, die manifesten Variablen erzeugt. Das wäre quasi das Vorwärtsmodell. Man könnte auch ein bisschen schon geometrisch gesprochen sagen, wie projiziert das latente Merkmal auf unsere Messungen, auf unsere gemessenen Variablen. Und umgekehrt, der Einzelfall, wenn ich dann einen Test entwickelt habe, wenn ich sage, mit diesen 30 Items kannst du das latente Merkmal Neurotizismus messen oder das latente Merkmal Extraversion,
dann machst du es natürlich, wenn du den einzelnen Probanden bekommst, genau andersrum. Dann sagst du, aha, ich habe ein Modell, wie ich aus diesen einzelnen Items, diesen 30 gemessenen Variablen, als eine Linearkombination dieser 30 gemessenen Werte eigentlich ausdrücke, was ich als wahrscheinlichsten Wert von dir auf dieser latenten Variable, auf dieser nicht zu messenden Variable Neurotizismus betrachte. Das wäre dann quasi das Rückwärtsmodell. Das sozusagen nur um diese Idee von Encoding versus Decoding einzuführen und zu zeigen, dass es im Kern aber immer ein lineares Modell bleibt. Es bleibt immer die Frage, wie kann ich bestimmte Variablen gewichten, also skalieren mit diesen Bs, und wie muss ich das dann aufsummieren, um etwas anderes vorherzusagen oder zu rekonstruieren? Das ist die Logik. Aber warum eigentlich Multivariat? Warum heißt diese Veranstaltung Multivariat? Und was gibt es da für feine Unterschiede in diesen Multivariat und Multivariat? Zunächst ist es so, dass es uns oft das Leben erleichtert. Mathematisch macht es komplizierter, aber für die intendierten Schlussfolgerungen ist es natürlich oft sehr viel besser, nicht eine Variable univariat zu schauen, sondern mehrere Variablen, ein Muster von variablen Ausprägungen zu betrachten. Sehen Sie hier so eine Achse, da ist es also eindimensional, univariat, da steht nur Frequenz. Und dann sind da ein paar Punkte und Sie sehen nichts, Sie sehen halt ein paar, es sieht aus wie ein Streudiagramm oder es sind halt ein paar Punkte auf dieser einen Achse. Wenn ich jetzt diese Achse Ihnen quasi nehme und aufklappe und Ihnen erlaube, von oben da drauf zu schauen, dann werden Sie sehen, was hier jetzt gerade als eine Achse Frequenz zu sehen ist, sind eigentlich zwei Achsen Frequenz. Und das, was jetzt gerade wie auf der einer Schnur aufgereiht hier liegt, diese blauen Punkte, werden also auf einmal in einem zweidimensionalen Raum gleich liegen. Und das kann ich machen. Und dann klappe ich Ihnen das so auf, ich klappe Ihnen nur das quasi runter, dann sehen Sie, ach, der hatte die Abbildung war nur so, dass ich nur eine Dimension gesehen habe, jetzt sehe ich zwei. Jetzt ist das also ein bivariates Problem, könnte man auch sagen, ein Zwei-Variablen-Problem. Und auf einmal sehe ich, ach, schau mal, da sind ja ein paar Datenpunkte, die gehören offensichtlich oder liegen zumindest näher beieinander als andere. Das ist jetzt ein bisschen, was wir später eigentlich in der Mustererkennung machen würden, aber was man hier sieht ist jetzt und was hier gezeigt ist, ist ein Beispiel eher aus der Phonetik. Dies sind Vokale, Lautäußerungen A, ein paar verschiedene A's, ein paar verschiedene U's, U, U, U und I, I, I. Ja? Und die lassen sich ganz schön beschreiben durch zwei Variablen, die sogenannten Formanten. Und wenn ich da den ersten und den zweiten Formanten betrachte, sehe ich auf einmal viel mehr. Sehen Sie das? Also ich habe ein viel besseres Bild der Datenlage, als wenn ich nur eine Variable gehabt hätte. Wieder beim linearen Modell schon bleibend, kann ich natürlich dann auch sowas wie multivariate Mustererkennung betreiben. Das betreiben wir drüben in der anderen Vorlesung in der funktionellen Bildgebung dann, im FMRT. Die Logik wiederum Encoding, Decoding Model. Ich kann fragen, wie manifestiert sich eine zugrunde liegende Variable Geschlecht, oder ich sollte sagen also Sex wahrscheinlich in dem Fall, in zwei resultierenden Variablen. Also irgendwie hat das Geschlecht, was uns genetisch mitgegeben ist, also unsere genetische Determination, wahrscheinlich einen Einfluss darauf, wie groß unsere Schuhe immer ausfallen würden, unsere Schuhgröße. Und irgendwie wird es auch einen Einfluss darauf haben, es gibt einen Geschlechtsdimorphismus bei Menschen, ein bisschen einen Einfluss aufs Gewicht. Und man könnte also sagen, hier in grün gezeigt, ich muss dieses Geschlecht mit irgendeinem Faktor B1 skalieren, um Richtung Schuhgröße zu kommen und Richtung mit einem Faktor B2 oder andersrum, Verzeihung, um auf ein Gewicht W zu kommen. Wenn ich das als lineares Modell schreiben würde, dann hätte ich aber Folgendes gemacht, dann hätte ich auf der Y-Seite sozusagen zwei Variablen. Und das ist im engeren Sinne multivariat. Ja, ich habe dann hier Gewicht W und Schuhgröße S, das wäre sozusagen meine multivariate Datenlage, die ich beobachtet habe. Und ich versuche die vorherzusagen, zu modellieren als Funktion von G, Geschlecht. Und das Ganze kann ich aber auch rückwärts betreiben, als sozusagen, verzeihen Sie mir das Rumreiten auf den Begriffen, als Decoding Model. Wenn ich sage, kann ich aus Gewicht und Schuhgröße
dein Geschlecht erraten sozusagen oder vorhersagen. Ja, dann kann ich von einer Vorhersagegenauigkeit auch sprechen und ich kann eben schauen, wie ich ein gutes Modell hier hinbekomme. Die Gleichung ist dann eher eine, die uns im weitesten Sinne eine Regressionsgleichung schon erinnert, weil wir dann auf dieser Y-Seite eigentlich wieder nur eine univariate Situation haben, nämlich eine Variable Geschlecht, könnte vielleicht als Nullen Einsen hier kodiert sein. Und dann suchen wir nach Gewichten B1 und B2, mit denen wir das Gewicht Schuhgröße, das Gewicht W, Entschuldigung, und die Schuhgröße S jeweils gewichten müssen, um möglichst nah, möglichst gutes Geschlecht vorhersagen zu können. Ja? Dies oben, also was Sie hier sehen, ein echt multivariater Fall, weil wir eine ganze Matrix, können wir sagen, von Variablen auf einmal vorhersagen, modellieren wollen. Versus einen nur unecht multivariaten Fall, der ist nämlich eigentlich noch univariat, wenn man es ganz genau nimmt von der Terminologie her, weil er nur eine Y-Variable, in dem Fall g, hat. Kurz zur Terminologie für heute noch. Wir sind jetzt schon 25 Minuten dabei. Ich hoffe, dass wir nicht mehr länger als 10, 15 Minuten noch machen. Zügig. Grundlagen, Wiederholung von Terminologie. Habe ich gerade schon begonnen. Im allgemeinen linearen Modell. Das sollte Ihnen aus der Regressionsanalyse bekannt sein. Nennen wir die Y-Variable die Response-Variable und die X-Variable den Regressor oder den Prädiktor. Wenn wir es einigermaßen konsequent in meinen Unterlagen durchgezogen, einigermaßen konsequent. Wenn wir ein kleines Y schreiben, dann meinen wir damit einen Vektor, sprich diesen univariaten Fall. Wir haben nur eine Response-Variable Y. Wenn wir doch mal ein großes Y schreiben, meinen wir damit eine ganze Matrix, also eine ganze mehrere Vektoren Y aneinander gehängt zu einer, denken Sie an den Fall gerade, wo wir Gewicht und Schuhgröße quasi hatten auf der Y-Seite. Ja? Das wären dann mehrere Response-Variablen. Analog X für einen Regressor, Groß X für eine ganze Matrix von Regressoren, beziehungsweise vor allem auch dieser Fettdruck wird da in der Matrix, auch in Lehrbüchern wie bei Fox oder so verwendet. Ein großes fettes X heißt meistens, das ist nicht nur eine Variable X, die sich da dahinter versteckt, sondern eine ganze Matrix von Regressoren. Und E, wofür steht E im allgemeinen linearen Modell? Für den beobachteten Fehler. Also das Residuum. Das, was Ihr Modell an Ihren Daten nicht erklären kann. Ja? Auf Populationsebene steckt da dahinter dann ein griechischer Buchstabe, nämlich Epsilon. Da sprechen wir dann nicht vom Residuum, sondern da sprechen wir vom Fehler. Klingt ein bisschen vornehmer. Wie immer für die Populationsebene die griechischen Buchstaben und die etwas vornehmeren Begriffe. Der Fehler auf Populationsebene Epsilon. Wir können das allgemeine lineare Modell eigentlich, also jetzt verschiedene, wir könnten verschiedene Geschmacksrichtungen davon jetzt mal so aufschreiben. Wenn Sie das hier sehen würden, hier in 1, ein großes fettes Y beschrieben als Funktion eines großen fetten X mal einem griechischen Buchstaben, meistens Beta, der also quasi hier multipliziert wird, ja, plus ein griechisch Epsilon, dann sind wir offensichtlich auf Populationsebene, denn die unbekannten Parameter sind hier eben als solche gekennzeichnet. Sie sind griechisch und sie haben keinen Hut auf. Ob sie unbekannt sind, wissen wir nicht. Aber es sind Parameter, die etwas auf Populationsebene beschreiben. Und das Ganze ist multivariat im engeren Sinne, weil wir hier ein großes Y haben. Wir haben also eine Situation, dass wir eine ganze Gruppe von Variablen Y durch eine ganze Gruppe von Variablen X beschreiben wollen. Das ist schon ein bisschen ein vertragter Fall, den wollen wir gar nicht am Anfang jetzt machen. Das ist eigentlich was, was man die kanonische Korrelation nennt. Noch weit weg, aber nur, was wir heute schon wissen können, das ist wirklich multivariat im engeren Sinne. Multivariat im erweiterten Sinne. Sozusagen im Volksmund und auch in dem, also im Volksmund natürlich nicht, aber so im quasi hemdsärmlichen Sprech und auch in der Benennung dieses Moduls im Übrigen, das Multivariat, was dort vorkommt, ist quasi Multivariat im erweiterten Sinne. Ich betrachte halt mehrere Variablen zusammen. Innerhalb des linearen Modells würde ich das aber noch univariat nennen, was hier in 2 gezeigt ist, weil das Y eben klein ist. Und jetzt vielleicht interessanter, wenn ich diesen Fehler mal kurz weglasse, den schreibe ich einfach gar nicht mit hin.
dann müsste ich eigentlich streng genommen sagen, na gut, das ist zwar das Modell, das lineare Modell ist quasi meine x-Variablen gewichtet mit irgendwas. Dann muss ich aber sagen, das ist eigentlich dann nur eine Schätzung, das ist sozusagen eine Prädiktion von y-Werten. Das sind nicht die genau gemessenen y-Werte, sondern das ist das, was das Modell vorhersagen würde. Das bekommt dann auch einen Hut auf. Ja, das ist ein geschätztes y. Und wenn zum Beispiel hier auch das Ganze passiert nur in der Stichprobe und wir haben eigentlich quasi die Stichprobensteigung, die können wir perfekt ermitteln, das ist dieses lateinische b. Und das können wir aber mit diesem Beta-Hut dann quasi anzeigen, dass wir hier eigentlich die Stichprobe benutzen, um die Population zu schätzen. Das nur als Wiederholung. Und viertens vielleicht nur noch ganz kurz, ich kann natürlich das auch alles, diese Gleichung, für einen Wert aufschreiben. Ich kann sagen, deine persönliche Ausprägung in der gemessenen Variable y, in der Hirnantwort oder so zum Beispiel, beschreibe ich durch den Stimulus, den ich dir gezeigt habe, das ist xi, mit diesem b, was ich für alle gelöst habe, was ich gefunden habe, das gilt für alle. Sehen Sie, wie dieses b hier auch keinen Index i hat, weil das ist das gleiche b für jeden Datenpunkt. Aber es gibt dann einen individuellen Fehler, der dann noch abweicht. Zeigen Sie. Es gibt einen Fehler i, der ist natürlich individuell. Deine Abweichung von dieser idealisierten Gerade ist wahrscheinlich eine andere als meine Abweichung von dieser idealisierten Gerade. Ja, die Idee ist ja, ein Modell zu finden, was allgemein passt, was eine gute Kraft hat, auch neue Daten vorherzusagen, neue Y-Is, die wir vielleicht bekommen, und eben nicht sich überangepasst hat an die Daten, die wirklich vorlagen. Dieses, was wir bis hierhin besprochen haben, umfasst quasi alles, was wir im Rest des Semesters besprechen. Die Varianzanalyse ANOVA mit Sondergeschmacksrichtung Kovarianz drin, die sogenannte ANCOVA, Kovarianzanalyse. Die Multivariate ANOVA, die wir hier nur streifen werden, die aber so im Statistikprogramm Ihnen relativ oft angeboten wird. Die Multivariate ANOVA, wo also das Y wirklich eine Matrix ist, mehrere Variablen werden auf einmal vorhergesagt. Denken Sie an die Vokale oder an die Schuhgröße und das Gewicht. Diese echt multivariaten Fälle, die werden zum Beispiel in der MANOVA erschlagen. Den T-Test, wie Sie seit Ihrem ersten Semester kennen, und auch die einfache Regression, das sind ja alles Ausprägungen des linearen Modells. Und auch alles andere, was wir dieses Semester machen, Strukturgleichungsmodelle, sind dann ein ganzes Set von linearen Modellen. Und zwar so viele Gleichungen, wie Sie im Prinzip Variablen modellieren wollen, haben Sie dann Strukturgleichungen. Und auch die hierarchisch-linearen Modelle bleiben genau so ein Ding. Da kommen nur hinten ein paar Terme dazu. Zum Abschluss, in den letzten 5 Minuten vielleicht auch nur, weil jetzt hier wir nicht interagieren, wir können es am Mittwoch aber vielleicht dann nochmal besprechen, wollte ich Ihnen ein paar Terme aus Ihrer Statistik-Grundausbildung hinhauen, einfach damit Sie sich selber kurz prüfen, inwiefern bin ich da firm noch oder inwiefern sollte ich vielleicht hier mal kurz nachlesen. Das sind jetzt nur Beispiele, es ist keine erschöpfende Liste dessen, was wir brauchen werden aus Ihrer Statistikausbildung, aber es soll Ihnen vielleicht so ein bisschen eine Warnung geben, was mal eine Rolle spielen wird hier. Zum einen, wenn Sie so einen Ausdruck sehen, was heißt das? E von Y, groß E, was könnte das bedeuten? Jetzt haben wir gerade von E von Fehler gesprochen. Dieses E ist aber verwirrenderweise ja was anderes. Das ist das E von einer Variable Y. Was heißt dieses E? Das ist der sogenannte Erwartungswert. Ja? Was ist der Erwartungswert? Der Erwartungswert ist, man kann sagen, das zentrale Moment, die zentrale Tendenz einer Verteilung auf Populationsebene. Vulgo, der Mittelwert auf Populationsebene. Ja, könnte man auch sagen, das ist der Erwartungswert einer Zufallsvariable, zum Beispiel y, den man betrachtet. Was machen wir dann aber mit so einem Ausdruck? E von y-x, wie lesen wir diesen Strich? Den lesen wir als gegeben, als bedingt. Also was immer hier vorne steht, hier steht jetzt E, da könnte oft auch mal P stehen, dann wäre es also eine Wahrscheinlichkeit. Aber dieses gegeben heißt sozusagen, also gegeben eine Variable x.
Was wir hier dann eigentlich haben, ist also der Erwartungswert von Y gegeben ein Set von x-Variablen oder eine x-Variable. Ja? Warum ich den hier zeige, ist, weil das die Zielgröße ist, die wir, auch wenn wir das explizit nicht so oft hinschreiben, eigentlich modellieren in der linearen Regression. Was wir eigentlich machen mit einer linearen Regression ist, wir machen eine mittlere Vorhersage. Wir machen eine erwartete Vorhersage für y, gegeben die Variablen x. Was machen Sie aus dem Ausdruck hier? Kennen Sie den noch? P ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Geteilt durch 1 minus p. Was heißt das? Was ist 1 minus p? Dazu muss man natürlich nochmal wissen und bedenken, dass jede Wahrscheinlichkeit, egal wie kompliziert sie, wo sie herkommt, kann maximal 1 sein und minimal 0. Richtig? Daraus folgt, dass das, was oben hier steht, maximal 1 und minimal 0 werden kann. Und das unten ebenfalls maximal 1, aber wann wird es 1 unten? Natürlich genau, wenn p 0 wäre sozusagen. Lassen wir mal den Extremfall, dass es genau 0 und genau 1 ist, außen vor. Dieser Ausdruck p geteilt durch die sogenannte Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p nennen wir wie? Das nennen wir die Odds. Chance, Wettquotient heißt es manchmal auch. Ich spreche meistens einfach von den Odds. Nicht nur ich, also auch die Literatur. Das sind die Odds. Da werden Sie jetzt sagen, wieso kommt der jetzt mit Odds um die Ecke? Statistikerinnen und Statistiker lieben die Odds, weil die einige sehr schöne mathematische Eigenschaften haben, die Wahrscheinlichkeit allein nicht hätte. Und das ist natürlich doch eigentlich ideal, wenn man was hat. Orts bestehen ja nur aus p. Sehen Sie, das ist der einzige Unbekannte ist dieser eine Wert p. Ist also eine ganz einfache Transformation sozusagen zwischen einer Wahrscheinlichkeit und einer Chance oder Orts. Kann ich einfach hin und her gehen, aber die Orts lassen sich wesentlich leichter modellieren und im Kontext der generalisierten linearen Modelle spielen die eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Fragen Sie sich nochmal, ob Sie wissen, was eine Z-Transformation ist, sonst schauen Sie es bitte nochmal nach. Identischer Begriff wäre Normalisierung oder auch Z-Skalierung. Scaling im Englischen meint meistens auch das, eine Z-Transformation, Normalisierung. Aber was nur eine Zutat der Z-Transformation ist, was aber eine statistische Transformation mit eigener Daseinsberechtigung ist, ist das sogenannte Centering. Was hat es mit Centering auf sich? Wissen Sie das noch? Deutsch zentrieren, kurz gesagt, ich nehme eine Variable, die ich gemessen habe, ein paar hundert Werte und die haben einen Mittelwert, richtig? Dieser Mittelwert wird seltenst genau 0 sein, der wird vielleicht beim IQ irgendwas um 100 sein, bei der Schuhgröße irgendwas um 42, jede Variable, auch eine unbekannte Zufallsvariable, kann ich beschreiben durch ihren Mittelwert. Wenn ich diese Variable nun nehme und um diesen Mittelwert bereinige, sprich ihn abziehe von allen Werten, dann habe ich eine zentrierte Variable. Und das ist was, was wir in der Regressionsanalyse und in den linearen Modellen die ganze Zeit verwenden und was ich Ihnen auch für später, für die Praxis sehr ans Herz legen kann. Zentrieren Sie Ihre Variablen. Was ist ein Logit? Wissen Sie das noch? Haben Sie das schon mal gehört? Der Logit steht in enger Beziehung zu den Orts. Lasse ich heute hier in diesem Video aber so hängen, können Sie sich vielleicht nochmal kurz durchlesen. Was sind Logits und was haben Logits mit Orts zu tun? Wenn Sie von Logits noch nie gehört haben, dann sage ich einmal dazu, es sind einfach Log-Orts und dann können Sie sich das nochmal anschauen. Wir sehen es aber dann noch genauer natürlich, wenn wir es brauchen, in der generalisierten linearen Regression. Ein bisschen näher an Ihrer Grundausbildung wahrscheinlich, was war denn SE nochmal? Früher haben wir es auch oft SEM genannt. Wir haben es in meiner Ausbildung hier in Lübeck, generalisiere ich es dann aber schon auf SE generell. Das heißt natürlich Standardfehler, aber was für ein Standardfehler ist es eigentlich? Was ist ein Standardfehler? Lasse ich für heute auch mal hängen. Möchte ich Sie aber bitten, wenn Sie jetzt gerade am Ende des Videos denken, ich habe eigentlich keine Ahnung, was er meint mit einem Standardfehler. Einmal Wikipedia würde schon völlig reichen oder mal kurz die Unterlagen aus dem Bachelor aufmachen, sich das nochmal klar machen, was ein Standardfehler ist.
und was es auch nicht ist und was es mit einer Standardabweichung zu tun hat. Das kann sehr, sehr sinnvoll sein, sich hier jetzt nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Genau. Damit eng zusammenhängend die Frage, was war denn eine Sampling Distribution? Aber das können Sie zusammen nachschauen. SE und Sampling Distribution gehören im Prinzip zusammen. Das soll es für heute gewesen sein für die Einführung. Sind es doch 40 Minuten geworden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und das Video heute hat Ihnen, glaube ich, nur so ein bisschen, hat Ihnen ein bisschen den Geschmack vermittelt, mit dem wir hier versuchen, uns den multivariaten Methoden zu nähern. Danke und bis zum nächsten Mal.